Immer wenn hier interessant gesprochen wird, brechen Sie das ab. Ja, Sie können, Herr Kollege Gysi, Sie könnten ja mit dem Interessanten anfangen. Dann hätten Sie die nötige Zeit. Frau Kollegin, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Ja, gerne. Geht es von meiner Redezeit ab? Nein, um Gottes Willen, solange sich das in halbwegs überschaubarem Rahmen. Ich es empfinde es als Privileg meiner Biografie, neben dem Glück in einem freien Lande zu leben. Meinem Land in dieser prominenten Aufgabe dienen zu können. Ich habe es gerne nach besten Kräften und gelegentlich auch mit einem gewissen Vergnügen ausgeübt. Das heißt, die Opelaner, Sie wollen sagen, meine Redezeit ist ja, vorbei, das leider auch für prophetische Reden, Sie, die profanen Regelungen müssen, unserer Geschäftsordnung gelten. Aber Sie müssen zugeben, Herr Bundestagspräsident, das ist sehr traurig, was das hier absolut, so also rumgeeiert wurde. Was glauben Sie, was ich Ihnen alles gerne noch erklärt hätte? Ja. Na schön, dann lassen wir das bleiben. Besonders bedanken muss und möchte ich mich bei meiner Fraktion, die mich erneut für dieses Amt vorgeschlagen hat, obwohl sie weiß und damit rechnen muss, dass mein Verständnis der damit verbundenen Aufgaben in den eigenen Reihen nicht immer stürmische Begeisterung erzeugt. Herr Lammert, ich freue mich, dass Sie mich hierher gelockt haben. Und ich ahne schon, weil ich Sie ja als Ironiker kenne, dass Sie hoffen, dass ich den Linken ein paar Ohrfeigen verpasse. Ich kann Ihnen auch, Herr Birmer, mit einem Hinweis auf unsere Geschäftsordnung helfen. Boah. Sobald Sie für den Deutschen Bundestag kandidieren und gewählt werden, dürfen Sie hier auch reden. Heute sind Sie zum Singen eingeladen. Doch jeder, der durch Drohungen Druck auf einzelne Abgeordnete auszuüben versucht, muss wissen, er greift das ganze Parlament an. Ein Augenblick mal, Frau Kollegin, Frau Bundeskanzlerin und Herr Kollege Kauder. Das muss so jetzt nicht sein. Und wenn, dann muss es jedenfalls nicht vorne sein. Ja? Okay. Die Fraktionen der SPD, Die Linke, Bündnis 90 Die Grünen haben fristgerecht beantragt, die heutige Tagesordnung um die zweite und dritte Beratung des vom Bundesrat eingebrachten Gesetzentwurfs zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts zu erweitern. Über diesen Geschäftsordnungsantrag stimme ich nun ab. Wer stimmt für den Antrag auf Erweiterung der Tagesordnung? Wer stimmt dagegen? Das erste war erkennbar die Mehrheit. Ich frage, ob es Enthaltungen gibt. Beifallsstürme nach Geschäftsordnungsentscheidung hatten wir auch eher selten. Und unsere parlamentarische Demokratie bedarf dringend der Wachsamkeit. Dankeschön. Frau Kollegin, ich möchte eine Bemerkung in Ihrer Rede doch zum Anlass für eine Klarstellung nehmen. Nach unserer Verfassung entscheidet jeder einzelne Abgeordnete, wie er sich zu jedem einzelnen, Sie haben jetzt nicht nochmal das Wort, ich habe jetzt nicht die Absicht, mit Ihnen eine Debatte zu führen, entscheidet jeder einzelne Abgeordnete, wie er sich zu welchem beliebigen Tagesordnungspunkt auf der Tagesordnung des Deutschen Bundestages verhält. Dazu bedarf es keiner Freigabe, weder durch Fraktionen noch durch Parteien. Hier im Deutschen Bundestag schlägt das Herz der Demokratie. Und verlässlich kann und muss es schlagen in dem gemeinsamen, aber nicht immer präsenten Bewusstsein, dass eine vitale Demokratie nicht daran zu erkennen ist, dass am Ende Mehrheiten entscheiden, sondern dass auf dem Weg bis zur Entscheidung Minderheiten ihre Rechte wahrnehmen können. Macht ihr das jetzt wieder runter?